Hey Leute, was geht? Hier ist Julius und herzlich willkommen zu einer weiteren Road to Glory Episode und wir starten in die Folge mit ein paar Verkäufen. Wir verkaufen unseren Robertson, wir verkaufen unseren Grisi, den wir letzte Woche gespielt haben. Die waren beide zwar richtig, richtig gut, aber diese Woche wollte ich mein Team nochmal deutlich aufstocken, denn diese Woche bauen wir ein 15-Millionen-Team. Das kostet das Team, wenn man es sich kaufen will, auch eingerechnet mit den Untradables, die im Team sind. Zum Beispiel der 99er Lewandowski, den habe ich natürlich gezogen am Donnerstag und den wollte ich natürlich unbedingt direkt ins Team einbauen. Deswegen habe ich erstmal meine Budi Tots Rewards verkauft plus Griezmann und Robertson, damit wir genug Coins für die neuen Spieler hatten. Und ihr werdet gleich das Team sehen. Sieht auf jeden Fall richtig, richtig krank aus, muss ich sagen. Und wie wir in der Weekend League abgeschnitten haben und so weiter und so fort, das erfahrt ihr alles in diesem Video. Ansonsten vielen Dank fürs Feedback auf die letzte Folge. Würde mich freuen, wenn wir heute auch wieder die 5000 Likes auf dieses Video packen würden. Lasst dem Video ein Like da und abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten habe ich am letzten Donnerstag ein Gewinnspiel rausgehauen zu meinem neuen Sponsor Emporgy, der Gaming Booster, der nicht nur deutlich günstiger ist als die Konkurrenz, sondern auch bessere Inhaltsstoffe hat. Und da haben richtig viele von euch mitgemacht. Die Gewinner sind alle unten in der Videobeschreibung verlinkt. Viele haben mich auch gefragt, was ist mein Lieblingsgeschmack bei Emporgy. Ganz klar, Iced Tea Peach schmeckt 1:1 wie ein richtiger Eistee. Es ist zu krass und Wassermelone finde ich auch noch richtig gut. Also die Leute, die sich dafür interessieren, schaut gerne in die Videobeschreibung. Link dazu ist unten verlinkt. Code Julius5 für 5% Rabatt. Der Laden ist schon fast wieder ausverkauft. Also falls ihr noch was haben wollt, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Wie gesagt, Iced Tea Peach und Wassermelone kann ich bestens empfehlen. Schmeckt sehr, sehr geil. So viel auf jeden Fall dazu. Und dann würde ich sagen, springen wir rein ins Team. Beziehungsweise in die Weekend League. Ich habe mir den guten Alphonso Davies geholt. Wir haben in der 4-2-2-2 das Team gebaut. Linksverteidiger war dann Alphonso Davies. Rechtsverteidiger Carlos Alberto, die Icon. Dann hatten wir neu im Team den Headliner von Neymar. Und wen hatten wir noch neu im Team? Ja, den 99er Lewandowski natürlich. Und nach 15 Spielen bin ich mit 13:2 gestartet. Ja, bin auf jeden Fall schon mal besser gestartet, aber war auf jeden Fall in Ordnung. Und ja, ich würde fast sagen, wir können direkt zu einer kleinen Team-Review kommen. Ohne Spaß. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also Torhüter Alisson war diese Woche sehr, sehr stark, muss ich sagen. Also an dem ja, liegt keine Schuld an bestimmten Spielen. Linksverteidiger Alphonso Davies war auch echt stabil, ist richtig schnell, auch offensiv relativ gut unterwegs. Van Dijk, De Ligt, top wie immer. Rechtsverteidiger Carlos Alberto hat mir persönlich nicht super gut gefallen, war aber in Ordnung. ZDM, dann natürlich wieder Makelele und der gute Seedorf. Und ja, am Anfang haben wir in der 4-2-2-2 gespielt, weil ich Lewandowski unbedingt natürlich im Sturm spielen wollte. Hat mir aber nicht so gut gefallen, deswegen haben wir dann wieder auf die 4-2-3-1 gewechselt. Lief dann ein bisschen besser, meiner Meinung nach. Aber ja, 4-2-3-1 war dann der linke Zehner Aubameyang. Den finde ich auch immer noch nach wie vor gut. Hier übrigens wieder ein Spiel gegen den Kollegen, der hat am Ende 30-0 geholt. Unser Matchmaking war an den Wochen wieder absolut gestört. Kannst du keinem erzählen, gegen was für Leute ich momentan Woche für Woche spiele. Letzte Woche 4 E-Sportler bekommen, diese Woche waren es glaube ich auch wieder 3. Es ist zu krass. Es ist zu krass, aber okay, lassen wir das erstmal gut sein. Wie gesagt, 4-2-3-1, Aubameyang auf links außen. Mitte hatte ich dann den Headliner von Neymar, der war richtig geil mit seinen 5-Star-Skills, 5-Star-Weakfoot. Neymar ist natürlich auch wirklich eine absolute OP-Karte in FIFA 20 und sein Headliner ist natürlich absolut gestört. Und ihr wisst ja, ich will mir den Tots-Neymar eigentlich fürs Team holen. Von dem her hoffe ich da auf jeden Fall, dass er ins Tots als ZOM kommt. Wäre auf jeden Fall optimal für mein Dream-Team. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch direkt schon zu dem Mann, um den ich eigentlich das ganze Team gebaut habe. 99er Robert Lewandowski. Und der war absolut enttäuschend leider. Also es gibt viele Leute, die finden den richtig gut. Es gibt viele Leute, die finden den richtig schlecht. Bei mir war er einfach leider nicht gut. Und es tut mir auch unfassbar leid, das zu sagen. Und ich finde es auch unfassbar schade, dass der Typ mir keinen Spaß gemacht hat, aber es hat leider einfach wirklich keinen Spaß gemacht, mit dem zu spielen. Ich finde den echt unbeweglich wie noch was. Er ist schon relativ schnell, muss man sagen. Man merkt das Tempo-Upgrade definitiv,
aber er ist meiner Meinung nach einfach nicht beweglich genug. Es ist so schade, weil ich dachte eigentlich, der wird abgehen wie noch was. Der hat einfach eine 99er Bewertung und da verstehe ich nicht, warum der sich dann in-game so kacke anfühlt. Ich habe den als Stürmer gespielt, ich habe ihn außen gespielt, es hat alles nichts gebracht. Ich glaube, der hat in 30 Spielen am Ende 10 Tore gemacht. Also das ist jetzt echt nicht so überragend, muss man sagen. Cristiano Ronaldo schießt ungefähr ein Tor pro Spiel. Klar, ich spiele den auch immer im Sturm. Hab den aber auch in der 4-2-2-2 neben Lewandowski gespielt. Und da war Ronaldo auch safe besser als Lewandowski. Es war einfach echt verdammt schade. Und deswegen werde ich mein Team auf jeden Fall zur nächsten Weekend League nochmal komplett umbauen. Ich werde auf jeden Fall nicht mehr mit Lewandowski in der Startelf fürs erste spielen. Vielleicht gebe ich dem nochmal eine Chance, aber schaut euch einfach hier diesen Visca an. Den haben wir letzte Woche gespielt und der war überragend, wirklich unfassbar stark. Und wenn ich den als ab der 60. Minute eingewechselt habe, hat er auch wieder so rasiert, weil der verdammt stark ist, weil der komplett Meta ist. Es ist natürlich schade, dass man immer mit Meta-Spielern spielen muss, damit man ja die besten Ergebnisse rausholen kann, aber es ist halt einfach so. Man muss einfach kleine, wendige, schnelle Spieler haben und das ist Lewandowski halt leider nicht. Der ist absolut nicht passend zur Meta meiner Meinung nach und er hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Ist verdammt schade. Wie gesagt, ich hätte mich mega gefreut, wäre jetzt mein 99er Lewandowski abgegangen wie noch was, aber ist er einfach nicht. Es ist absolut zum Kotzen. Ich würde so gerne diesen 99er Lewandowski feiern bis zum geht nicht mehr und mich darüber freuen, dass ich eine 99er Karte gezogen habe, aber es geht nicht. Es geht einfach nicht. Nach 24 Spielen standen wir 20-4, kommen dann hier gegen Pla Plup. Der hat für Hoffenheim in der Bundesliga Home Challenge gespielt und hat gegen Julian da glaube ich 7 oder 8-0 gewonnen. Deswegen war ich da extrem motiviert, da alles zu geben und gegen den zu gewinnen. War auf jeden Fall ein extrem starker Spieler, aber die Server waren geisteskrank scheiße. Das Spiel hat so heftig geleckt. Generell am Wochenende waren die Server wieder so für die Tonne. Ich habe auf Twitter auch viel Negatives wieder darüber gelesen. Und ja, ihr werdet später auch noch so das ein oder andere sehen zu den Servern. Da möchte ich mich auch gar nicht zu äußern. Ja, wir konnten tatsächlich dann gewinnen. Motivation war wie gesagt groß gegen ihn. Am Ende hat es dann gereicht für einen 2-1 Sieg und bei 21-4 kommen wir dann gegen einen klassischen Eusebio-Schwitzer. Wenn ich diesen Baby-Eusebio im gegnerischen Team als sehe, dann weiß ich schon, das wird auf jeden Fall ganz, ganz schwierig. Ohne Witz, ich habe mir auch schon überlegt, ob ich mein Team nicht doch nochmal so ein bisschen abändern soll und vielleicht auch Eusebio reinpacke. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Wochen FIFA 20 vor uns, also da ist auf jeden Fall noch nichts ja, fest bei meinem Team, da können wir auf jeden Fall noch einiges austauschen. Gegen den Gegner bin ich dann rausgekommen, komme dann im nächsten Spiel wieder gegen einen Abonnenten. Ich habe an dem Wochenende, glaube ich, von 30 Spielen gegen mindestens 20 Deutsche gespielt und darunter auch wieder so viele Abonnenten. Und wie gesagt, ich habe da auch eigentlich nichts dagegen, aber die Leute schwitzen natürlich immer doppelt und dreifach dann gegen einen rein, wenn sie einen kennen, ist natürlich auch ganz klar. Bestes Beispiel, Pla Plup, kannte ich von der Bundesliga Home Challenge, hat gegen Julian gewonnen, deswegen war ich motiviert, gegen ihn umso mehr reinzuölen. Aber für mich ist es natürlich dann schon ein saftiger Nachteil, wenn ich dann in der Weekend League gegen so viele Deutsche spiele, die mich dann auch kennen und die dann absolut reinschwitzen. Ist natürlich ekelhaft, kann ich nichts dagegen machen, muss man halt mit leben, aber machst du ja nix. Bei 22-6 hatten wir dann noch zwei Spiele übrig, um Elite kommen dann nochmal gegen einen Elite 1 bzw. Top 100 Gegner mit CR7 Team of the Year, mit Eusebio Moments. Ich glaube, das Team kostet um die 20 Mio oder noch viel, viel mehr. Absolut geisteskrank. Gegen den hatte ich auch offen und ehrlich keine Chance. Und nach dem Spiel war ich auch so am Ende, dass ich den Stream ausgemacht habe. Ich habe am Wochenende über 11 Stunden gestreamt, habe dann mir erstmal eine Pause genommen und dann wollte ich im letzten Spiel das Ding klar machen. Ich blende euch hier zur Halbzeit die Stats ein. Er hat komplett auf Ballbesitz gespielt, hatte keinen Schuss aufs Tor. Es war der typische, ekelhafte Schwitzer, aber nach vorne hat er nichts gemacht. Nichts. In der 49. Minute. Aubameyang mit dem 1-0 und jetzt einfach zurücklehnen und genießen. Zack. Es war nicht mein Internet. Ich schwöre euch, alles ist weitergelaufen. Es war nicht mein Internet. EA, drückt mir den Disconnect rein und damit beenden wir die Weekend League mit 22-8. 11 Stunden gestreamt, 15 Stunden diese scheiß Weekend League gespielt für am Ende Gold 1. Absolut
alles umsonst gewesen. Es ist unfassbar geil. Wirklich, Grüße gehen raus an EA. Ich bin mir zu 95% sicher, dass ich das Spiel gewonnen hätte. Der Gegner hat nach vorne nichts gemacht. Es ist unfassbar schade und traurig, aber was soll man machen? Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, morgen gibt es eine weitere Folge der Draft to Glory und am Donnerstag die Rewards. Macht's dann gut, haut rein und ciao.